diesem Clip zeige ich dir alle Highlights von Dubai. Viel Spaß damit! Mein Name ist Sascha Heide und ich sende heute aus Dubai. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Platzhirsch TV. Ich befinde mich gerade in Dubai, weil ich eine Incentive-Reise vorbereite für eine Gruppe. Und ich möchte euch gerne in diesem Clip mal zeigen, was ist gerade aktuell in Dubai, was kann man alles machen für Gruppen. Also wenn ihr mal mit der Company unterwegs seid oder aber auch wenn ihr mal privat unterwegs seid, was gibt es für kleine Highlights, die man hier auf jeden Fall mal erlebt haben sollte. Fangen wir doch mal an mit der Anreise. Anreise ist total einfach. Von Deutschland aus, ihr könnt fliegen mit Lufthansa, ihr könnt fliegen mit Emirates. Das geht von allen großen Flughäfen und dann fliegt ihr direkt hier rein nach Dubai. Der Flughafen liegt ziemlich nah an der Stadt, deshalb machen wir Folgendes. Wir holen die Leute am Flughafen ab. Ach so, ganz wichtig, am Flughafen gibt es einen besonderen Service, den ihr buchen könnt. Kostet ungefähr 50, 60 Dollar und dann steht ihr an keiner Schlange an. Ihr werdet am Flugzeug abgeholt, durch die Sicherheitskontrolle gebracht, zum Gepäckband und direkt raus. Also ich habe es gemacht, es dauert eine halbe Stunde. Und sonst habe ich hier schon gerne noch mal zweieinhalb Stunden gestanden. Also erster kleiner Tipp, Mahaba-Service unbedingt buchen, seid ihr schnell aus dem Flughafen raus für kleines Geld. So, wir fahren direkt danach zu Burj Khalifa. Höchstes Gebäude der Welt, hat auch gleichzeitig das höchste Restaurant der Welt. Und zwar ist das das Atmosphere. Das haben wir für 2 Stunden gebucht und machen dort quasi unseren Empfang und nehmen die Leute so ein bisschen mit, bereiten sie so ein bisschen auf die Reise vor, was sie alles erwartet. Das Restaurant ist auch normal buchbar, also wenn ihr zum Beispiel privat hier seid, könnt ihr dort einfach ein Ticket buchen, könnt mit dem Fahrstuhl hochfahren, geht ziemlich flott nach oben und könnt dort oben ganz tolles Menü genießen oder auch eine tolle Bar. Ganz prima. Also wir fangen an Burj Khalifa. Dann geht es ins Hotel, die Sachen sind schon alle auf dem Zimmer gepackt, toller Service vom Haus und dann haben die Leute erstmal frei. Am nächsten Tag geht es nämlich gleich richtig weiter und zwar fahren wir mit den Gästen, das kannst du auch privat machen, mit Jeeps in die Wüste und machen so einen richtigen Action Day. Das heißt, die Leute können dann fahren 3 verschiedene Sorten Quads. Die Leute können Toyota fahren, also diese großen Offroader, richtig mal über die Dünen, richtig Vollgas, also selber fahren, so richtig Fuß aufs Gas und rein in die Wüste. Wir werden ein eigenes Camp aufgebaut haben, wo es dann Mittagessen gibt, wo es einen Sundowner gibt und dann nochmal ein separates Wüstencamp, wo wir dann schön mit Fackeln reingehen, abends ganz toll beleuchtet und dort haben wir dann unser Dinner. Ihr müsst rechnen für den ganzen Tag, wenn es um 10 losgeht, seid ihr gegen 20 Uhr erst wieder zurück, weil da richtig was geboten wird. Das kann man auch machen in kleinen individuellen Gruppen, dass man zum Beispiel sagt, ich mache mal nur Quad oder ich mache mal nur Jeep oder ich will gar nicht fahren, ich lasse mich fahren. Hier ist wirklich alles möglich. Was wir machen, wir sind an dem Abend noch hier oben, genießen ein bisschen den Blick. Das Ganze natürlich nicht wie ich jetzt hier am Morgen, sondern abends, wenn die Sonne untergeht, hinten in etwa. Und nehmen hier noch ein Glas Wein oder Bier oder Saft oder was auch immer und lassen den Tag dann ausgehen. Also wir sind von 10 bis 20 Uhr sind wir komplett unterwegs. So, nächster Tag. Am nächsten Tag, ihr seht, hier ist Unmengen an Wasser. Man muss Dubai einfach auch vom Wasser aus gesehen haben. Wie machen wir das? Wir fahren hinter mir die großen Hochhäuser, das ist die Marina. Dort fahren wir hin mit den Gästen, kannst du auch privat machen und mieten dort Speedboote und fahren mit den Speedbooten hier um die Inseln, die ja hier alle aufgeschüttet sind, wie hier The Palm, zu der Welt, also The World. Und auf dieser The World, auf diesen ganzen vielen Inseln, gibt es einen Beachclub und den haben wir gebucht und da können die Gäste dann einfach mal 3-4 Stunden entspannen. Wer sagt, entspannen brauche ich nicht, kann ich auch zu Hause machen, für den gibt es einen Plan B. Und zwar schauen wir uns an Dubai bis in den historischen Teil. Der ist jetzt nicht riesengroß, aber es gibt schon den historischen Teil und dort schauen wir ein bisschen Gewürzmarkt und so weiter und so fort. Gehen auch noch lecker Mittagessen, da gibt es ein paar ganz tolle ausgefallene Restaurants. So in diesem alten arabischen Style kann ich also wirklich auch nur empfehlen. Genau, da kommen alle Gäste zurück und dann habe ich noch eine kleine Restaurantempfehlung, wo wir auch mit den Gästen sind, zum Farewell-Dinner. Und zwar fahren wir wieder in die Marina und dort gibt es das Atelier M. Ganz toll, gibt es oben ein Restaurant mit einer Terrasse und das Schöne daran ist, direkt oben drüber ist auch noch ein großer Club. Das heißt, man kann erst schön zum Abendessen gehen, schönes Dinner haben, geht einfach eine Etage nach oben und hat dann da noch die Möglichkeit, ein bisschen zu tanzen, ein bisschen zu feiern. Genau, dann ist bei uns noch Übernachtung und dann sind für uns die Tage schon wieder rum. Und ich muss sagen, das ist nur ein Bruchteil von dem, was geht. Auch von der Hotellerie. Wir haben in Dubai über 600 verschiedene Hotels. Es ist schier unmöglich, sich da überhaupt mal einen Überblick zu verschaffen. Ich habe mir verschiedenste angeschaut, ich kann euch da gerne ein paar Tipps geben. Und wenn du Fragen hast zu Dubai und mal eine Reise planst mit deiner Firma, mit einem Außendienst, zu einem bestimmten Anlass oder einer Konferenz, kannst du mich sehr gerne fragen. Alle Infos, die ich weiß, gebe ich sehr gerne an dich weiter. Und da sage ich an der Stelle schon mal auf jeden Fall Kanal abonnieren
Und auch mal vielen Dank an die zahlreichen treuen Zuschauer, die das jetzt schon, das Produkt schon viele, viele Monate und Male sehen. Wir haben jetzt inzwischen über 10.000 Views auf dem Kanal. Das ist ganz toll. Freut mich, wenn ich euch da immer weiterhelfen kann und verschiedene Tipps und Tricks geben kann. Und ansonsten sage ich, ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund und dann sehen wir uns auch hoffentlich vielleicht mal alle zusammen hier in Dubai. Würde mich freuen. Also bis bald. Bis bald. Euer Sascha Heide aus Dubai.